Welchen Myers-Briggs-Persönlichkeitstypen entsprechen Bibliothekarinnen und Bibliothekare? Der Myers-Briggs-Typenindikator unterscheidet jeweils zwischen zwei Ausprägungen in vier Aspekten. Beim ersten Aspekt geht es darum, woher man seine Motivation und Energie bekommt. Introvertierte sind lieber alleine und beziehen ihre Motivation von internen Stimuli. Extrovertierte beziehen ihre Motivation und Energie eher von externen Stimuli und mögen soziale Interaktionen. Beim zweiten Aspekt geht es darum, wie man die Umwelt wahrnimmt und Informationen sammelt. Der sensitive Typ interessiert sich für Fakten, die real, praktisch und mit den Sinnen wahrnehmbar sind. Der intuitive Typ interessiert sich für zukünftige Möglichkeiten, implizite Bedeutungen und symbolische Muster und verlässt sich bei der Wahrnehmung auf sein Bauchgefühl. Beim dritten Aspekt geht es darum, wie man Schlussfolgerungen zieht und zu Entscheidungen gelangt. Der denkende Typ trifft Entscheidungen, indem er sich an Fakten orientiert, er priorisiert Logik und bevorzugt Effizienz gegenüber Zusammenarbeit. Der fühlende Typ wägt die relative Wichtigkeit verschiedener Alternativen ab und bevorzugt soziale Harmonie. Beim vierten Aspekt geht es darum, wie organisiert und strukturiert man seine Umgebung mag. Der beurteilende Typ plant, organisiert und trifft schnell Entscheidungen. Der wahrnehmende Typ ist offen für Veränderung, flexibler, anpassungsfähiger und abwartender. Mary Jane Sheridan führte 1992 eine Studie mit den Antworten von 1600 Bibliothekarinnen und Bibliothekaren durch. Darunter waren auch 637 wissenschaftliche Bibliothekare. Diese stellten eine Zufallsstichprobe von Mitgliedern der American Library Association und der Special Library Association dar. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer machte den Myers-Briggs-Typenindikator-Test und stellte demografische Angaben zur Verfügung. Sheridan stellte fest, dass die Bibliothekarinnen sich in ihrem Persönlichkeitsprofil von der allgemeinen Bevölkerung unterschieden. Unter den Bibliothekaren fanden sich 63% Introvertierte, 60% Intuitive, 61% Denkende und 66% Beurteilende. Die beiden häufigsten Kombinationen waren ISTJ und INTJ, gefolgt von INTP und ENTJ. Anhand früherer Daten war man davon ausgegangen, dass 19%, also die meisten, dem ISFJ-Typ angehörten. ISTJs sind praktisch veranlagt, faktenorientiert, zuverlässig, effizient, haben ein gutes Gedächtnis für Details und können die Forschung gut unterstützen. INTJs schätzen Wissen und Kompetenz, sind visionär, innovativ, mögen Strategien und Pläne. Sie treffen logische und kühne Entscheidungen. INTPs sind unabhängige Problemlöser und brauchen ein flexibles Umfeld. Sie mögen keine unnötigen Meetings und nutzlosen Regeln. ENTJs sind gerne proaktiv beim Anpreisen neuer Produkte und Services. Sie mögen soziale Kontakte, zum Beispiel mit Studierenden. Es wurden wenig Extrovertierte unter den Bibliothekaren gefunden. Sie waren eher beratend im Marketing oder Fundraising beschäftigt. Im Vergleich mit der allgemeinen Bevölkerung fanden sich Unterschiede vor allem im Bereich Introversion, Extraversion und Sensitivität, Intuition. Unter den weiblichen Bibliothekarinnen waren doppelt so viele Denkende wie in der generellen Bevölkerung. Ein Teil dieser Unterschiede ließ sich durch das höhere Bildungsniveau der Bibliothekare und Bibliothekarinnen erklären. Da die Ergebnisse dieser Untersuchung sich von früheren unterschieden, fragte sich John Agatha, ob sich inzwischen Personen mit anderen Profilen zu dem Beruf hingezogen fühlten oder ob sich die Persönlichkeit der aktiven Bibliothekarinnen über die Zeit verändert hatte. Allerdings geht man in der Theorie davon aus, dass der Persönlichkeitstyp unveränderlich ist. Agatha stellte fest, dass die neuen Bibliothekarinnen in Ausbildung dem Profil der Sheridan-Studie entsprachen und sich nur zum Teil während der Ausbildung veränderten. Vorherrschend waren wiederum Introversion, Denken und Beurteilen, während die Ausprägung zwischen Sensitivität und Intuition nicht so deutlich war. Es gibt auch Universitäten in den USA,
die Studiengänge und Berufe nach den Myers-Briggs-Persönlichkeitstypen auflisten oder Firmen, die bei einer Bewerbung darauf achten. Die vorgestellten Untersuchungen lassen sich aber nicht direkt auf die Situation hier und jetzt anwenden. Es handelt sich um ältere Zahlen. Nein, nicht so alt. Die Untersuchungen stammen aus den USA, nicht Europa. Es wird kaum zwischen verschiedenen Bibliothekaren mit verschiedenen Aufgaben unterschieden. Das MBTI ist ein Modell und beschreibt nicht den ganzen Menschen. Wer nicht den typischen Bibliothekstypen entspricht, soll sich nicht davon abhalten lassen, den Beruf zu ergreifen. Aber Achtung, in Filmen werden häufig andere Typen als in der Realität dargestellt. Daher soll man sich nicht daran orientieren, sondern besser erst ein Praktikum in einer Bibliothek absolvieren, bevor man sich entscheidet. Aus welchen Typen soll man nun sein Bibliotheksteam zusammensetzen? Am besten aus verschiedenen Typen. Detailorientierte, aber auch solche mit Visionen, solche, die die Arbeit pünktlich erledigen und solche, die für neue Möglichkeiten offen sind. Solche, die neue Herausforderungen mögen und solche, die diese erst einmal hinterfragen.